Hallo, herzlich willkommen in meiner Grillakademie. Was gibt's heute? Ich habe mir gedacht, wir machen mal einen leckeren Lachs zu einem schönen Zopf geflochten. Das Ganze garen wir auf einem Holzbrett hier, auch von Kingstone. Dazu gibt es geschmorten bzw. gegrillten Chicorée. So, und was brauchen wir noch? Für die Zutaten brauchen wir auf jeden Fall noch frischen Ingwer, Limette, Granatapfelkerne, ein bisschen Kresse zur Garnitur. Sesam, gerösteten weißen Sesam, man könnte auch noch schwarzen dazu nehmen, ein paar Lachskaviar, dann Chili aus der Mühle, Currypulver, etwas Olivenöl, ich nehme da gerne Bio-Olivenöl, etwas Honig dazu und einen schönen weißen Balsamico. Und was natürlich ganz wichtig ist, wir brauchen unseren wunderbaren Grill, den von Kingstone und natürlich unser Holzbrett. Habt ihr mit Sicherheit auch schon mal gehört? Garen auf dem Holzbrett, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Versucht es einfach mal. Also, die meisten empfehlen, das Holzbrett einzuweichen, aber ich will euch schon mal zeigen, dass wir da auch mit anders arbeiten können, weil ich einfach den Geschmack, die Raucharomen von dem wunderbaren Holz auch direkt ganz kräftig im Lachs haben möchte. Um das Ganze anzugrillen von dem Brett, empfehle ich euch, ihr könnt natürlich auch den Grill anmachen hier. Und könnt es direkt auf dem Grill legen, also nicht eingeweicht in Wasser. Ihr könnt aber auch hingehen, so wie ich es jetzt mache. Ich mache jetzt mal die Sizzlezone an und legt das Brett hier direkt hier drauf. Jetzt wird es gleich anfangen zu schmoren. Ihr werdet es gleich sehen, dass es die Raucharomen sich entwickeln. Wie gesagt, ihr könnt auch hingehen und könnt das Brett direkt auf den Grill legen. Ich werde aber in der Zwischenzeit, bis das Brett seine Raucharomen entwickelt, also ihr werdet irgendwann sehen, dass es fängt schon hier langsam an, hier Dampf zu entwickeln bzw. Rauch zu entwickeln. Ihr seht auch hier schon die ersten Schmorspuren. Und ich werde jetzt hier auf jeden Fall den Grill mal hochheizen. Dann nehme ich den zweiten und dritten Brenner dazu auf höchste Hitze, damit ich dann anschließend auch das Brett drauflegen kann. Was ich euch empfehle, wenn ihr gerade mit nicht eingeweichtem Holz arbeitet, nehmt euch einfach schon mal eine Flasche mit Wasser, weil es kann sein, es passiert öfters mal, dass das Brett anfängt leicht zu brennen, damit ihr es gleich ein bisschen abbrennen bzw. ablöschen könnt. So, jetzt seht ihr hier, die ersten Raucharomen entwickeln sich. Ich lasse es noch ein bisschen drauf liegen, den Grill hochheizen auf 300 Grad, dann legen wir ganz kurz das Brett drauf und dann fahren wir mit der Temperatur runter. Lachs würde ich garen bei 180, maximal 200 Grad, dann habt ihr die beste Garstufe. So, jetzt seht ihr hier, es entwickelt sich ja richtig Rauch, es riecht richtig nach Holz hier. So, jetzt dann hier wieder, Entschuldigung, es war eine Mespe, die mich gerade fast gestochen hätte, aber es passiert auch. So, also, ihr seht hier die Entwicklung. Und jetzt legen wir das hier direkt hier drauf, das Brett. Genau, richtig hochheizen. So, und dann hier zumachen. So, hier machen wir aus. Deckel können wir runter machen. Und jetzt gehen wir an das Flechten von dem Lachs. So, also das Lachsfilet nehmen. Wir können es hier noch ein Stückchen abschneiden, damit es ein bisschen schmäler wird. Das natürlich nicht wegschmeißen. Da können wir Lachsnudeln machen oder nachher noch mit aufs Brett legen. Entschuldigung. So, dann hier einmal einschneiden. Lass den Lachs hier hinten einfach zusammen. So. Jetzt gehen wir hier hin und dann wickeln wir den schön zu einem richtigen Zopf zusammen. So, hier können wir noch ein bisschen enger gehen, noch mal ein bisschen auseinander gehen. Ich war etwas großzügig mit dem Ganzen. So. Und hier nochmal drüber. So, dann habt ihr hier ein wunderbar geflochtenes Lachsfilet. So, das Ganze müssen wir jetzt auch ein bisschen marinieren. Also immer zwischendrin drauf gucken hier, dass hier das Ganze nicht anfängt zu brennen. Jawohl, brennt alles, läuft alles. So, jetzt gehen wir an die Marinade von dem Lachs. Also, wir nehmen etwas Honig, damit gibt der so einen richtig schönen Glanz, der Lachs. Etwas weißen Balsamico dazu. Etwas Olivenöl. Dann Abrieb von der Limette. Und natürlich auch den Saft dazu. So richtig schön auspressen. Ganzen Saft hier raus. Dann machen wir ein bisschen Sesam mit rein.
wir noch mit reinmachen. Etwas Chili. Etwas Curry. So, und immer wieder zwischendrin gucken. Jawohl, passt. Hervorragend. Etwas Salz mit rein. Und Pfeffer. Das Ganze richtig gut verrühren. So, jetzt schaut mal, jetzt fängt das Brett an zu brennen. Jetzt geht er gerade hier hin, mit der Temperatur runterfahren. Mit der Temperatur runterfahren, dass sofort das Brett aufhört zu brennen. Oder ihr würdet jetzt hier hingehen und einfach mal, ich zeige euch das einfach mal kurz, wenn es passieren würde, einfach kurz hier am Rand mit dem Wasser drüber gehen. So. Also, wir haben jetzt die Temperatur von 180 Grad, 190 Grad erreicht. Jetzt gehen wir hier hin und legen diesen Lachszopf direkt auf das Brett drauf. So. Nochmal schön zusammenlegen, damit die Form auch bestehen bleibt. Und jetzt gehen wir hier hin und marinieren das Ganze, beziehungsweise würzen das Ganze. Jetzt seht ihr hier auch schon, wenn ihr schaut, jetzt entsteht langsam hier durch die Feuchtigkeit und durch die Auflage vom Lachs langsam dieser Rauch, der auch nachher im Lachs zu schmecken ist. So, hier schön marinieren. Da ruhig großzügig drauf gehen. Macht nichts, wenn es nebendran ein bisschen runterläuft. Dadurch bleibt auf jeden Fall der Glanz stehen. So, und wieder Deckel sofort zumachen, damit die Hitze bei 180 Grad stehen bleibt. Und jetzt müsst ihr immer so ein bisschen drauf schauen, dass also maximal 200 Grad im Grill sind. Wenn die Temperatur steigt, dann einfach hier variieren, ein bisschen mit der Temperatur runtergehen. Das Ganze lassen wir jetzt so ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde so garen. Und dann bereiten wir in der Zwischenzeit den Chicorée vor. Also Strunk auch hier abschneiden, einmal halbieren. Und dann schneiden wir hier diesen Strunk raus. Aber bitte darauf achten, dass der Chicorée auch zusammen bleibt. Das äußere Blatt macht nichts, wenn es weggeht, aber der Rest sollte bitte zusammenbleiben. Sonst habt ihr die ganzen einzelnen Blätter auf dem Grill liegen. So, jetzt seht ihr hier schon wieder, immer zwischendrin gucken, wenn es anfängt zu brennen, mit der Temperatur etwas runtergehen, also da keine Angst haben und einfach mal hier das Feuer löschen, solches, Jesus. So, ein bisschen wegziehen, so. Jawohl, so, hervorragend. So, also ihr seht hier, riecht auch schon ganz toll. So, also Strunk rausschneiden hier. So, und auch den legen wir jetzt hier mit auf die Grillfläche. Und auch wieder ein bisschen was von der Marinade nehmen. Wir können die gleiche Marinade hier ebenso nehmen. Hier einfach oben drüber geben. So, hier hinten raucht es schon wieder ein bisschen, beziehungsweise brennt es ein bisschen. So, also ich habe den Lachs ein bisschen auf die Seite geschoben und jetzt haben wir genau 180 Grad und jetzt lassen wir das Ganze ungefähr weiter 30 Minuten garen, langsam, und dann haben wir ein perfektes Bratergebnis. So, zwischendrin natürlich auch den Chicorée wenden. Wie gesagt, immer darauf achten, dass wir maximal 180-200 Grad haben. So, jetzt hat er hier auch eine schöne Farbe. Schaut mal, was für eine schöne Farbe der bekommen hat. So, und jetzt gehen wir hin. Nehmen eine Reibe und reiben noch ein bisschen frischen Ingwer hier über den Lachs. So ganz wenig. Dann haben wir hier nochmal ein schönes Aroma. In der Verbindung mit den Räucheraromen vom Brett. So, gerade hier drauf. Hervorragend. So, jetzt lassen wir den Chicorée und den Lachs nochmal so ungefähr 5 Minuten drauf garen. Beziehungsweise ziehen. Wie gesagt, 180 Grad reichen. Und dann können wir schon mal gleich ans Anrichten kommen. So, es ist eine knappe halbe Stunde vergangen. Jetzt mache ich mal kurz den Test. Wir als Köche können das natürlich mit der Hand. Ich empfehle immer, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, ist der Lachs gut, ist er glasig und sonstiges, nehmt euch einfach am besten einen Thermometer, stecht rein. Wenn ihr so zwischen 50 und 53 Grad Kerntemperatur habt, dann ist er perfekt gegart. Viele mögen den unter 50 Grad. Da ist er für mich persönlich etwas zu glasig. Und achtet einfach darauf, wenn der Lachs bei zu hoher Temperatur gart,
seht ihr auch, dass das Eiweiß extrem austritt. Ja, also darauf achten, dass nicht so viel Eiweiß austritt. Und dann habt ihr den perfekt gegart bei der perfekten Temperatur. So, jetzt nehme ich den einfach hier vom Brett. Fängt es hier schon wieder an zu kugeln. Also keine Angst haben. Einfach ein bisschen. Ich mache das jetzt hier auch aus, um einfach ein bisschen Gas zu sparen. Dann machen wir nebendran, löschen wir das hoffentlich das Feuer. So, jetzt gehen wir hin, nehmen den Lachs hier runter. Richten den hier schön drauf auf. So, jetzt gehen wir hin. So, ja, und weg ist es. So, dann den gegrillten Chicorée hier runternehmen. Richten wir jetzt hier schön an. Also riechen tut es hervorragend. So. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen von der schönen Marinade. Die ist ja noch übrig. Machen wir so ein bisschen was drüber. Auch über den Chicorée. Haben wir vorhin auch so ein bisschen mariniert. Dann nehmen wir ein paar von den Granatapfelkernen. In der Verbindung mit dem Lachs und dem Röstaromen, Raucharomen, hervorragend. So, dann noch ein bisschen von der Kresse mit drauf, als Garnitur und ein bisschen Kaviar. Aber nur ganz wenig hier oben drauf, so ein bisschen als Highlight in der Verbindung mit den Granatapfelkernen. So, den Lachs, den Salat noch ein bisschen marinieren, beziehungsweise die Kresse hier. So, ihr Lieben, das war mein Zopf, Lachszopf vom Brett, beziehungsweise auf dem Brett gegart, geräuchert. Schaut mal, das Brett sieht mittlerweile so aus. Natürlich nicht wegschmeißen, da könnt ihr das nächste Gargut auch drauflegen. Also, Lachsfilet nehmen, gucken, dass er komplett sauber ist und bitte in 3 oder 4 Streifen schneiden, schön zusammenrollen, zusammen einen Zopf flechten. Dann anschließend eine Marinade machen mit etwas Olivenöl, mit etwas Honig, weißen Balsamico, etwas Curry, ein bisschen Chili mit reingenommen und dann das Ganze vermengt, den Zopf auf das Brett, habe ich euch ja gezeigt. Ich habe es nicht vorher eingeweicht, sondern direkt auf die Sizzlezone gelegt, damit gleich hier die Raucharomen entstehen. Dann den Grill hochgeheizt auf 180, 200 Grad. Das Brett dann draufgelegt, den Deckel wieder runter gemacht, damit auch die Raucharomen hier im Grill stehen bleiben. Den Lachszopf draufgelegt, mit der Marinade bestrichen, beträufelt und auch gleich den Chicorée dazugelegt. Ungefähr eine halbe Stunde maximal habt ihr dann eine wunderschöne, auf den Punkt gegarte Lachsvariation. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.